godlike, heaven-bred, Turkish-wise Kagan, I have mounted my throne. Hear from the beginning to the end of my words, first and foremost, ye have wandered forth from place to place, and ye have all there languished and suffered need. Those among you that have stayed behind there, all have had to go on from place to place, to life or death. Under the will of heaven, I became Kagan. So long as the Turkish Kagan rules in the forest of Mount Otukan, without the wickedness of today, the kingdom suffers no ill. Wenn Königreiche untergehen, werden Imperien auferstehen. Zu Beginn des Mittelalters gründete ein kleiner turksprachiger Stamm namens Aschina im fernen Asien das erste transkontinentale und multiethnische Steppenreich der Geschichte. Diese sogenannten Göktürken erklommen die politische Leiter der nomadischen Gesellschaft und entwickelten sich zu einer mächtigen Volksgruppe von Steppenkriegern nördlich von China. Die Aschina-Familie vereinigte dann alle Turkvölker Asiens, wobei ihr Einfluss von der koreanischen Halbinsel bis zur Krim, von der Mongolei bis nach Osteuropa reichte. Willkommen zum Aufstieg der Göktürken. Mit seinem Amtsantritt als Kagan im Jahr 572 nahm Aschinataspa eine enorme Verantwortung auf sich. Als unangefochtener Herrscher des Göktürk-Khaganats und damit Herrscher aller Türken stand ihm eine große Bandbreite an militärischen und politischen Möglichkeiten zur Verfügung. Es stand ihm frei, die Weltgeschichte nach seinen Vorstellungen und zugunsten seines Reiches zu beeinflussen. Zum Beispiel hätte er einen Angriff auf das Awaren-Khanat starten können. Die Awaren waren seit Jahrzehnten auf der Flucht vor den Türken gewesen und hatten in Osteuropa ein eigenes Khanat, ein Königreich, errichtet. Obwohl İstemi, Taspas Onkel, immer noch über den westlichen Teil des Khaganats herrschte, war er nur ein Yabgu oder Vizekönig des Göktürkreiches. Theoretisch hätte Taspa auch hier eingreifen und so die Expansion des Reiches nach Europa vorantreiben können. Er tat es aber nicht. Auch gegen die persischen Sassaniden ist er nicht vorgegangen. Als viele Jahre später der erste türkisch-persische Krieg ausbrach, war Taspa bereits verstorben. Anderswo, im Osten des Reiches, hatten die Türken keine langjährigen Feinde gehabt, aber es war in diesem Teil der Erde, wo Taspa schließlich als Herrscher in Aktion treten sollte. Kaiser Wu aus der Su-Dynastie hatte kurz nachdem Taspa Kagan geworden war, die geopolitischen Verhältnisse in der Region massiv zu seinen Gunsten verändert. Die einst mächtigen und stolzen Herrscher der nördlichen Qi-Dynastie hatten in kurzer Zeit massive Gebietsverluste erlitten und mussten den Titel der Herrscher über Nordchina an die Su abtreten. Auf dem Papier waren die Qi nicht mehr vorhanden. Doch die Su waren nicht die einzigen, die über politische und militärische Macht verfügten. Die Göktürken im Norden herrschten über ein Reich, das viermal so groß war wie das Su-Reich, und als die Su fast die gesamte Grenze zu den Göktürken kontrollierten, fasste Taspa einen logischen Entschluss. Er tauschte die Bündnispartner seines Reiches. Nach 30 Jahren der Freundschaft mit den Su und deren Vorgängern, den Wei, wollte Taspa ihre Rivalen unterstützen. Gemäß dem alten chinesischen Sprichwort »Verbünde dich mit den Schwachen gegen die Starken« griffen die Göktürken nun zugunsten der Schwachen, der Qi, in diesen innerchinesischen Krieg ein. Taspa würde also tun, was alle Kagane vor ihm auch getan hätten. Er würde in die Fußstapfen seiner älteren Brüder und besonders seines Vaters Bumin treten und in den Krieg ziehen. Zumindest wäre auch das der nächste logische Schritt gewesen. Aber er tat es nicht. Er bestieg kein Pferd, sammelte kein Heer von Hunderttausenden und ritt mit ihnen nicht in die Schlacht im Namen des türkischen Volkes, für sein Reich und für Tengri. Stattdessen suchte er die Hilfe eines Adligen aus der Qi-Dynastie, der soeben an seinen Hof geflohen war, Gao Shaoyi. Anstatt selbst gegen die Su vorzugehen, nutzte er Shaoyi als Schachfigur. Natürlich gab es einen Grund, der dieses Verhalten erklärt. Die Su waren offiziell immer noch mit den Türken verbündet. Außerdem befand sich Kaiserin Aschina, Taspas Schwester, weiterhin am Su-Hof in Chang'an. Die Unterstützung von Shaoyi, zum Beispiel finanziell und mit militärischen Hilfsgütern, wäre ein subtiler Weg gewesen, um zumindest Druck auf die Su aufzubauen, ohne ihnen offiziell den Krieg erklären zu müssen. Doch nur zwei Jahre später schenkte Taspa Kaiser Wu der Su-Dynastie tausende Pferde aus der turko-mongolischen Steppe.
vielleicht als Beschwichtigung, damit Su keinen Verdacht schöpft. Vielleicht wollte er sogar Su und Qi gegeneinander ausspielen. Allerdings war Taspas Strategie mit einem hohen Risiko verbunden. Gao Shaoyi war kein Adliger niederen Standes gewesen, obwohl seine Position am Hof der Qi nicht von großem Prestige war. Er wurde als dritter Sohn von Kaiser Wen Shuang geboren. Dieser Mann von Shenbei-Abstammung hatte nur wenige Jahre zuvor eine Mauer entlang der Nordgrenze seines Reiches errichten lassen, um eine Invasion der Göktürken zu verhindern. Auf Wen Shuangs Tod folgte dessen ältester Sohn Gao Yin, bekannt als Kaiser Fei. Doch der Bruder von Shaoyi wurde Ziel einer Intrige seines Onkels und nach nur einem Jahr hingerichtet. Der neue Kaiser starb ebenfalls nach nur einem Jahr, im jungen Alter von 26 Jahren, an den Folgen eines sogenannten Unfalls. Es folgten weitere Herrscher mit kurzen Regentschaften. Erst im Jahr 565 begann unter Kaiser Hu Su eine Periode der Stabilität. Übrigens kurz, nachdem die Qi drei Offensiven der gemeinsamen Su-Göktürk-Allianz zurückgeschlagen hatten, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Aber trotz dieser neuen politischen Stabilität wird Hu Su in den chinesischen Geschichtsbüchern für den Anstieg von Korruption und finanzieller Verschwendung innerhalb der Qi-Verwaltung in den 560er und 570er Jahren verantwortlich gemacht. Für unsere Geschichte spielt sein Verhalten eine wichtige Rolle, aber auch das Schicksal einer anderen Person am Hof der Qi, Hu Lü Guang, Oberbefehlshaber der Qi-Armee. Der Mann, der den letzten Krieg zwischen Su und Qi gewonnen und sein Heimatland erfolgreich gegen die Türken verteidigt hatte, starb plötzlich im Jahr 572, also im Jahr der Thronbesteigung von Taspa, als Folge einer Palastverschwörung. Kaiser Hu Su hatte ihn ohnehin nie gemocht und lockte Hu Lü in eine Falle. Er befahl, ihn zu erdrosseln, nachdem Hu Lü von der Verschwörung erfahren hatte. Dies hinterließ natürlich einen bitteren Beigeschmack bei allen Zeitzeugen und besonders bei Hu Lüs Soldaten. Der Kaiser erließ deshalb rasch eine Amnestie für alle, die direkt unter Hu Lü gedient hatten, um sie zu beschwichtigen und um ihr Vertrauen zu gewinnen. Doch die Ermordung des Generals leitete indirekt den Untergang der Qi ein. Als die Su im Jahr 577 dann über die Qi herfielen, waren die anderen Generäle von Kaiser Hu Su nicht in der Lage, den Angriff aus dem Westen abzuwehren. Kaiser Wu von der Su-Dynastie kommentierte diese absurde Situation ein paar Jahre später wie folgt: Wenn Hu Lü Guang noch am Leben gewesen wäre, wie hätte ich dann je so weit kommen können? Diese Reihe von Ereignissen der innerchinesischen Kriege ist wichtig zu verstehen, weil Gao Shaoyi alles miterlebt hat. Er hatte mit ansehen müssen, wie sich seine Familie von innen heraus zerstörte und das Schicksal des Reiches aufs Spiel setzte. Und zu allem Überfluss musste er aus seiner Heimat fliehen. Es hatte eigentlich Widerstand der Qi-Adligen gegen das neue Su-Regime gegeben. Kurz vor seiner Abreise erhielt Shaoyi dann das Angebot, sich dem Widerstand der Qi gegen die Su nicht nur anzuschließen, sondern ihn sogar anzuführen. Der ehemalige Verwalter der Provinz Zhuzhou im heutigen Shaanxi, Zhao Mu, hatte versucht, Shaoyis Onkel zu überreden, sich dem Widerstand anzuschließen, wenn auch ohne Erfolg. Er machte dann Shaoyi das gleiche Angebot und zu seiner Freude nahm der junge Prinz an. Als Shaoyi in Maye, der Hauptstadt der nördlichen Shuo-Provinz, ankam, hießen ihn die Bewohner der Umgebung willkommen und unterstützten die Widerstandsbewegung. Shaoyi versammelte daraufhin die Einheimischen hinter sich sowie einige seiner loyalen Soldaten und führte sie in die Schlacht. Im gleichen Jahr noch griff Shaoyis Armee Xingyang an. Der Angriff war erfolglos, da die Armee nicht einmal Xingxing, eine kleine befestigte Stadt in der Nähe, einnehmen konnte. Die Situation verschlimmerte sich für Shaoyi, als die Su einen Gegenangriff starteten. Die Widerstandsbewegung musste sich daraufhin nach Maye zurückziehen. Innerhalb weniger Tage traf die Armee der Su auch dort ein. Ihr General Yu Wen Shenzhou besiegte Shaoyi in einer Schlacht und zwang den jungen Prinzen zur Flucht. Diese Aneinanderreihung von Ereignissen veranlasste Shaoyi, endgültig aus seinem Land zu fliehen. Schließlich stand er nun im Visier der neuen Su-Herrschaft und womöglich wurde er sogar in den Augen seiner Anhänger als Verräter abgestempelt.
Als Shao Yi nach seiner Flucht aus China am Hof von Taspa ankam, hatte er also einen Ruf zu reparieren. Dabei war er entschlossen, seine eigenen Ambitionen zu verfolgen und seine eigene Widerstandsbewegung zu gründen, außerhalb Chinas. Sein Endziel war von großer Bedeutung. Shao Yi wollte, wie es seine Verwandtschaft gewünscht hatte, Kaiser der nördlichen Qi werden und damit Herrscher über ganz Nordchina. Vor der Ankunft an Taspas Hof hatte Shao Yi seinen wenigen treuen Soldaten die Möglichkeit gegeben, umzukehren und seine Armee zu verlassen, um sich nicht dafür erniedrigen zu müssen, einem Hu zu dienen, also einem Barbaren. Aber Taspa war zu dieser Zeit nichts weniger als der einflussreichste Mann in ganz Eurasien und vielleicht der damals mächtigste Herrscher der Welt. Vielleicht hatte er sich aber diesen Titel nicht verdient, denn Taspa war in die Fußstapfen seines Bruders Mukhan getreten und nun, im Jahr 577, begrüßte er jemanden aus einer Familie, die von Anfang an gegen den Aufstieg der Göktürken gewesen war und damit gegen alles, wofür die Ashina-Dynastie je gestanden hatte. Aber sowohl Taspa als auch Shao Yi hatten viel gemeinsam. Beide Männer waren von ihren jeweiligen Familien zu Kriegern und Befehlshabern auf dem Schlachtfeld erzogen worden. Sie waren beide gegen die Führung der Qi und damit den korrupten und gnadenlosen Kaiser Hu Su. Und sie hatten auch einen gemeinsamen Feind, Kaiser Wu von der nördlichen Su-Dynastie. Natürlich beruhte Taspas Entscheidung, das Bündnis mit den Su mehr oder weniger aufzugeben, wie bereits erwähnt, auf strategischen Überlegungen. Doch im Geiste von »Der Feind meines Feindes ist mein Freund« hieß Taspa Shao Yi an seinem Hof in Ötiken willkommen. Im folgenden Jahr weigerte sich Gao Baoning, der ein entfernter Verwandter der kaiserlichen Linie der Gao war, die Ying-Provinz in Liaoning an die Su abzutreten. Baoning war schon seit einiger Zeit Gouverneur der Provinz gewesen. Er schickte einen Brief an Shao Yi in Ötiken und bat ihn von der Ferne aus, den Kaisertitel der Qi anzunehmen. Ein verzweifelter Versuch, wenigstens etwas Unterstützung für den Unabhängigkeitskrieg der Qi gegen die Su zu gewinnen. Shao Yi akzeptierte natürlich, denn er hatte sich bereits mit den Türken gemeinsam auf so eine Gelegenheit vorbereitet und erklärte sich im Exil in Ötiken zum Kaiser der Qi. Zur gleichen Zeit verstarb Kaiser Wu von der nördlichen Su-Dynastie. Shao Yi sah dies als perfekte Gelegenheit an, in das Reich der Qi, in sein Reich, einzudringen und die Su zu vertreiben. Wus Tod löste in der Tat mehrere Revolten im gesamten Qi-Gebiet aus. Die bedeutendste Revolte fand in Yusu statt, das heute Teil der Region Beijing, also Peking ist. Lu Changqi wurde Anführer einer Bauernrevolte und eroberte mehrere kleine Städte in der Umgebung. Er begrüßte daraufhin Shao Yi, der aus dem Norden hierher geritten war, und verbündete sich mit ihm. Zu diesem Zeitpunkt war Gao Shao Yi nicht nur zum Anführer der Qi-Widerstandsbewegung geworden, sondern auch als Befehlshaber von mehreren tausend türkischen Truppen berechtigt gewesen. Wieder einmal wurden die Göktürken Teil einer Koalition innerhalb des chinesischen Kulturkreises. Als ranghöheres Mitglied der Göktürk-Qi-Koalition schlug Taspa vor, dass Shao Yi und seine paar tausend chinesischen Truppen in das Gebiet der Su einmarschieren sollten, während sie von den türkischen Streitkräften unterstützt wurden. Shao Yi griff jedenfalls die alte Stadt Jicheng an, ebenfalls auf dem Boden des heutigen Beijing gelegen. Dieses Mal war er erfolgreich und besiegte sogar die Untergebenen seines alten Rivalen Yu Wen Shenzhou auf dem Felde. Allerdings war Shenzhou wieder einen Schritt voraus und griff die Flanke der Rebellen an, wobei er den Bauernführer Lu tötete. Dies veranlasste Shao Yi Streitkräfte, sich in das Gebiet der Göktürken zurückzuziehen. Bao Ning, der Lu in der Schlacht nicht helfen konnte, zog sich ebenfalls in eine andere Provinz zurück. Nach einem weiteren erfolglosen Versuch, die Su zu vertreiben, plante der vermeintlich volksnahe Prinz Gao Shao Yi eine neue Offensive aus dem Gebiet der Göktürk. Doch ohne sein Wissen und zu seinem Nachteil hatten sich bereits türkische Diplomaten im Namen von Taspa um einen offiziellen Friedensvertrag mit den nördlichen Su bemüht. Der neue Kaiser, Xuan, versuchte sogar einen Deal mit Taspa auszuhandeln. Er versprach ihm seine Cousine, Prinzessin Quan Jin, zur Frau, wenn Taspa Gao Shao Yi an die Su ausliefern würde. Taspa lehnte ab. Ein Jahr später gab Xuan seinen Anspruch auf das Kaisertum auf und wurde von Jing abgelöst. Der Regent für Jing, ein Mann namens Yang Jian, unternahm einen weiteren Versuch und schickte Prinzessin Quan Jin zu Taspa, diesmal ohne irgendwelche Bedingungen. Taspa akzeptierte natürlich. Dies verschaffte ihm einen gewissen Einfluss auf die politischen Angelegenheiten der Su.
Doch Yang Zhan war schlau. Unmittelbar nachdem die Ehe besiegelt war, schickte er einen Beamten des Su-Hofes, der Taspa bestechen sollte, damit dieser auf Shaoyi verzichtete. Diesmal stimmte Taspa zu. Im Rahmen einer List lud er Shaoyi zu einer Jagd in den Wald von Ötikin ein. Der Beamte der Qi befand sich ebenfalls im Wald und lauerte Shaoyi auf. Der Qi-Fürst wurde gefangen genommen und daraufhin mit Zustimmung von Taspa in die Su-Hauptstadt Chang'an gebracht. Von dort wurde er nach Sichuan verbannt, das einige tausend Kilometer weit weg im Südosten Chinas liegt. Taspa hatte seinen ehemaligen Verbündeten tatsächlich ausgeliefert. Vielleicht waren Shaoyis zwei erfolglose Rebellionen zu riskant gewesen, um sich langfristig auf ihn einzulassen, denn eine dritte Rebellion hätte die Su zu einem Krieg mit den Türken veranlassen können. Interessanterweise wollte Taspa dieses Risiko nicht eingehen. Als Shaoyi Briefe an seine Frau sandte, die mit ihrem gemeinsamen Kind in Ötikin verblieben war, beschwerte er sich darin über Taspa und bezeichnete ihn treulos. Aber wenn man die ganze Tragik dieser Situation für einen Moment beiseite lässt, wird klar, dass Shaoyi bei allen politischen und militärischen Schachzügen genauso vorsichtig gehandelt hatte wie Taspa. Der Chinese auf dem Feld, der Türke in der Politik. Beide Männer hatten in der Tat eine Menge gemeinsam. Sie scheiterten beide zum Schluss an ihrer Aufgabe, die Su zu besiegen. Doch Taspa konnte damit leben und verbesserte wieder die Beziehungen zu den Su. Die Qi dagegen hatten endgültig verloren. Shaoyi verbrachte einige Zeit im Exil und starb wenige Jahre später. In Isolation, ganz allein. Der Zusturm des nördlichen Qi-Adels in das Göktürk-Khaganat übte gewissen Einfluss auf die inneren Angelegenheiten der Türken aus. Das bemerkenswerteste Beispiel ist die Konversion des Khagans vom Tengrismus zum Buddhismus. Irgendwann in den späten 570er Jahren, als der Widerstand von Shaoyi gegen die Su noch andauerte, wurde Taspa von einem chinesischen Mönch namens Hulun besucht. Irgendwie überzeugte der Mönch Taspa von den Vorteilen der buddhistischen Religion. Der Khagan baute daraufhin sogar eigens für Hulun eine buddhistische Pagode, ebenso wie für alle seine Untergebenen, die ebenfalls konvertieren sollten. Während der Bekehrung gewann Taspa auch Interesse an der chinesischen Kultur, die er nach dem Bau der Pagode vollständig in sich aufnahm. Aber im Gegensatz zu Taspas Gedankengang folgten die Türken ihm nicht. Soweit wir wissen, konvertierte kein einziges Mitglied der Ashina-Dynastie, kein Özbek und keiner aus dem einfachen Volk während dieser Zeitspanne zum Buddhismus. Das türkische Volk hielt immer noch am Tengrismus fest. Vielleicht passte diese Religion, oder besser gesagt Philosophie, auch besser zu ihrem täglichen Leben und ihrer Mentalität als der Buddhismus. Schließlich war ihre Verbindung mit Mutter Natur bereits im Tengrismus verankert. Etwas, das sie im Buddhismus nicht sah. Außerdem waren die Türken skeptisch, vor allem gegen diese Form des Buddhismus. Eigentlich stammte diese Religion aus dem Gebiet des heutigen Nepal und wurde erst später in China verbreitet. Die Version, zu der Taspa bekehrt wurde, entsprach dem chinesischen Buddhismus und beinhaltete damit auch einige Ansichten, die spezifisch chinesisch waren. Vielleicht erklärt vor allem diese Tatsache die Skepsis der Türken gegenüber dieser fremden Religion. Wenn wir einen Blick auf das Göktürkreich im Jahr 581 werfen, sehen wir ein politisches Gebilde von enormer Macht in dessen Blütezeit. Dieses Gebilde, wie wir es jetzt auf der Karte sehen, war das größte Reich der türkischen Geschichte. Zugegeben, ein großer Teil seines Territoriums lag in der Eurasischen Steppe, was bedeuten würde, dass die Herrschaft über dieses Reich nicht mit so viel Prestige verbunden war, wie zum Beispiel im Falle des Osmanischen Reichs. Doch dieser Eindruck täuscht. Die Göktürken kontrollierten den größten Teil der Seidenstraße. Sie hatten außerdem nicht nur die Heptaliden vernichtend geschlagen, sondern auch die vielen im Osten Europas ansässigen Turkstämme in ihr Reich integriert, größtenteils friedlich. Und anders als die Hunnen und Shen Bei vor ihnen, bestanden die Göktürken auf der Herrschaft eines einzigen großen Khagans. Zum ersten Mal waren alle Stämme und Fürstentümer dieser Region der Welt unter einem Banner vereinigt. Und ihr letzter großer Herrscher, Taspa, war auch der erste Türke, der offiziell zu einer anderen Religion konvertierte. Doch nachdem er zum Buddhismus übergetreten war, musste er feststellen, dass seine Leute, das einfache türkische Volk, darauf bestanden, den tengristischen Glauben beizubehalten.
Daher brachte Taspas Bekehrung auf lange Sicht rein gar nichts, wie der Turkologe Ahmed Taschal einmal zusammenfasste. Es gab einfach keinen Grund für ein mächtiges und mutiges Volk wie das der Türken zum Buddhismus zu konvertieren, während sie über ein Reich herrschten, das sowohl durch die Turksprachen als auch durch den Glauben an Tengri bereits vereint war. Das türkische Glaubenssystem betonte die Grenzen des Menschen, verbot ein Leben im Überfluss und die Zerstörung der Natur, ja. Aber der Tengrismus schloss die Notwendigkeit des Krieges nicht aus. Wenn Bumin als Buddhist aufgewachsen wäre, hätte er dann jemals zum Schwert gegriffen, um gegen die Roran zu kämpfen und den Türken die Freiheit zu schenken? Im Jahr 581 verstarb Taspar. Er hatte seiner Ashina-Familie und seinem Volk Reichtum, Macht und Prestige hinterlassen, da er die chinesischen Reiche bis zuletzt sogar als seine Söhne bezeichnete. Kein einziges anderes Reich hatte es während Taspas Herrschaft überhaupt gewagt, gegen die Göktürken in den Krieg zu ziehen. Dabei hatte er es auch nicht nötig gehabt, selbst auf Feldzüge zu gehen, denn das Reich war bereits riesig. Die Seidenstraße war bereits gesichert, die diplomatischen Beziehungen zu den Byzantinern im Westen und den Su oder Qi im Süden bereits etabliert. Als Kagan der Türken war Taspar in der Tat anders als alle seine Vorgänger, die unter harten Bedingungen aufgewachsen waren und das Leben, das er und seinesgleichen gerade in vollen Zügen genießen konnten, überhaupt ermöglicht hatten. So angesehen Taspar auch war und immer noch ist, vielleicht war seine Herrschaft das erste Anzeichen dafür, dass die guten Zeiten, die von starken Menschen geschaffen worden waren, bald von schwachen Menschen abgelöst werden würden. Denn der Bürgerkrieg, der nach seiner Herrschaft ausbrach, bewies, dass solche schwachen Menschen Chaos herbeiführen würden und den Weg ebneten für schwere Zeiten. Жер анамымай қорғасын, жер жарылып шөп болсын, желі жарылып сүт болсын, әрбағым жар болсын, кеудесі долы ар болсын. Аумин.